Willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ich habe hier noch gar nichts zu der Musik gesagt im Dungeon. Aber ich denke, das mache ich gleich. Erstmal konzentrieren wir uns lieber auf dieses... Naja, gut, es ist nicht wirklich ein Puzzle, aber ich nenne es jetzt einfach mal Puzzle. Erstmal konzentrieren wir uns auf dieses Puzzle hier. So. Wir können ja mal hier versuchen, diesen Kontrollraum in die Mitte zu bekommen. Dafür müssten wir das so machen. Dann wird es uns absolut nichts bringen. Oh Mann, ey. Wir müssten in den Raum kommen. Und dafür bräuchten wir hier dieses Dingen. Nee, ich glaube, wir brauchen dann noch den... letzten Raum? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, wir müssen uns einen Weg bahnen zu... Ja, genau so. Und damit bekommen wir dann diesen Kontrollraum in die Mitte. Und müssen wir halt nur noch durch diesen Raum gehen. Gut, dann probieren wir es mal. Dann können wir nämlich alle Räume so im Kreis bewegen. Wie es uns passt. Ja, das ist eine gute Idee. Und... jetzt weiß ich nicht, wie ich zurückkommen soll. Moment mal, wir haben hier doch irgendwo einen Shortcut geöffnet zu der Tür. Ja. Ja, genau. Wunderbar. Und durch den Raum hier sollten wir auch sehr easy kommen. Ja, einfach hier lang gehen. Ja, einfach hier lang gehen und dann durch die Tür. Kein großes Ding. Und das hier ist im Vulkan-Theme gehalten. Okay. Finde ich nice. Auch wieder keine neue Musik. Aber ich bin mal gespannt, ob in der Main-Halle... ob ich das mitbekommen habe, so nebenbei, oder ob ich da... und da einfach nichts so gesagt habe, oder ob ich da absolut nicht drauf geachtet habe. Mal schauen. So, hier ist kein Vieh drin, das ist gut. Das ist hier links. Ah, da geht's durch. Okay. Hier ist eine... Bombe? Hä? Ja, okay, komm. Lass mal die Tasche auffüllen, würde ich sagen. Wenn wir schon einmal die Möglichkeit dazu haben, dann nehmen wir uns hier was mit. Ja, komm. Ich denke, das sollte erstmal reichen. Wenn ich hier jetzt nicht mit durchkomme, dann bin ich dumm. So. Na, und jetzt müssen wir schon wieder graben. Oh, nee. Gut, da hat sich jetzt irgendeine Tür geöffnet. Wahrscheinlich die vor diesem Krabbelloch hier, oder? Vor diesem Gang.
Weil ich konnte eben... Ich glaube, eben war hier so ein Gitter. Ja, okay. Ja, okay. Und sogar ein schwarzer Exalfoss. Schön ausgekontert. Und da ist er auch schon down. Ja, so sieht das nämlich aus, mein Freund. So sieht das nämlich aus. Hier können wir dann eine Bombe reinwerfen. Einen Kristallschalter enthüllen. Ja, gut, was... Was will ich das überhaupt mit der Bombe machen? Gut, das war jetzt auch ein bisschen unnötig mit dem Pfeil, klar, ja. Aber ist eigentlich egal, wir sollten genug Pfeile haben. Was ist da los? Oh Mann, ey, und wo hat sich hier überhaupt was getan? Da gibt es mehrere Kristallschalter. Da unten können wir auch gar nicht lang. Da unten können wir nie im Leben lang. Ich schau mal, ob ich hier tricksen kann. Ach, scheiße. Okay. Ne. Also entweder geht das nicht oder das Zeitlimit ist sehr knapp. Ich probiere es nochmal. Ja, okay, das ging. War aber nicht drin. Nee, ich glaube, das geht nicht. Ah, Moment mal, hier ist ein Schild. Oh mein Gott. Finde die leuchtenden Steine, schlage den unteren zuerst. Nur so öffnet sich das Tor. Und den untersten, nicht den unteren. Moment mal, ist da unten eine? Nee. Hier oben. Auch nichts. Kann man die weghauen? Mit Bomben? Scheiße. Ich habe gerade echt keinen Plan, ne? Oh Mann, ey, ist das nervig. Moment mal, wenn wir da das Dingen aufbekommen, dann... Oh nein! Ich hätte die Bombe greifen können. Kann ich hier vielleicht lang an der Seite? Nein. Sagt zwar keiner, dass wir die Bäume wirklich wegsprengen können, aber ich würde es halt gern probieren. Moment mal, Moment. Ich glaube, ich mache das so. Aber Moment, mit dem Lichtstrahl wird es auch gehen, ne? Ich hab's verkackt. Ja, sowas von verdient. Oh! Und wir können sie tatsächlich wegsprengen. So können wir uns das Ding hier nämlich jetzt griffeln.
und dann damit rüberfliegen. Hier unten hin. Ich weiß nicht, wie das gewollt ist. Aber so geht das auf jeden Fall. Fliegt nochmal eine extra Runde. Okay. Sehr nice. Und da ist tatsächlich ein Kristallschalter drin. Hä? Moment mal. Mit dem Käfer habe ich den gerade aber gar nicht gesehen. War ich dumm oder ist das... Ist das absichtlich so gemacht? Ja, okay, Moment. Damit kann ich jetzt... Hier auch lang. Scheißdreck, ey. Dieser Raum ist irgendwie ein bisschen komisch. So. Damit ist das wenigstens mal auf. Kann ich denn von hier aus... Boah, er zieht die ganze Zeit nach links. So, jetzt. Waren das alle? Ja. Ich muss den untersten zuerst machen. So, wie es verlangt wurde. Zack. Und ich glaube, die anderen sind scheißegal. So. Und... So. Ne, von unten nach oben. Okay. Dieses Mal machen wir das aber folgendermaßen. So. Okay. Und dann nehmen wir hier... Ah, Moment. Erstmal den da drüben. Das. Und dann das Dingen. Alles klar. Nun gut. Schreiten wir voran. Nach diesem unfassbar nervigen Raum. Hey, bin ich gerade dumm? Okay. Ein bisschen. Jetzt können wir hier auch das Dingen aufsprengen. Und können dann... Ach so. Ja, okay. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Dann geht das auf. Ah, ja gut. So eng ist das Zeitlimit gar nicht. Zack. Und dann können wir hier rauf und dann mal schauen, was uns das bringt.
Ah, okay, ja gut. Hier ist so ein Doppelgang. Ja, ja, okay. Hier gibt es schön Herzen. Alles klar. Dann können wir weiter. Endlich. Und es scheint jetzt einen Fight zu geben. Gegen zwei Käfer. So. Wo? Hm. Nein, krabbel doch nicht vor mir weg. Oh. Okay. Werden, wenn sie so eine Situation wie hier haben, so ein T-Stück ist, dann werden sie immer so geradeaus krabbeln und wenn das nicht geht, dann werden sie sich entscheiden. Okay. Oder erstmal pausieren und dann hinterher weitergehen. Hä? What? Wo ist denn da eine Bombe? Ach nee, Moment. Och, ich bin so blöd manchmal. Ah, 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 ah. So. Na, jetzt stehe ich falsch. Aber ich hab's noch geschafft. Wunderbar. Und hier oben geht's auch direkt weiter. Gut, nur raus hier. Und den Shortcut öffnen. Bevor wir irgendwas anderes tun. Zack. Ah. Ah, na gut. Na gut. Man musste sogar von der anderen Seite kommen. Wenn ich von hier gekommen wäre. Oder? Nee, so ein Quatsch. Wenn ich von oben gekommen wäre, dann hätte ich hier gar nicht durchgekommen. Da hatte ich dann aber Glück. Und tatsächlich. Das ist eine andere Musik. Die kennen wir, glaube ich, noch gar nicht. Da kannten wir nicht, bis wir hier reingekommen sind. Nun gut. Schauen wir mal, dass wir hier in den Thronraum kommen. Ja, langsam aber sicher. So. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier überhaupt dann durch den Raum kommen. Nicht, dass das so ein Ding wie bei dem Lavaraum ist. Wo wir dann gar nicht durchgehen können. Ich glaube, so ist es, ne? Ich glaube, ganz genau so ist es. Moment mal, hä? Wir müssen von unten kommen. Hier ist nämlich zugesperrt. Oh.
Na gut. Dann würde ich aber sagen, dass wir hier den Raum hinpacken, damit wir da noch was verschieben können, um dann hier unten hin zu kommen. Und da packen wir dann eben genau den Raum eigentlich hin. Ach, können wir ja jetzt gar nicht. Können wir ja jetzt gar nicht. Ist hier noch einen anderen? Den können wir da hinpacken. Den können wir da hinpacken. Und dann können wir nochmal versuchen, das vernünftig hier hinzupacken. Ja, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Aber ihr werdet es auf jeden Fall gleich sehen. So. Und hier könnten wir das ja jetzt quasi nur rundherum schieben. Das heißt, der Raum würde hier, wenn wir hier einfach nur verschieben würden, nicht unter den Raum kommen können. Oder? Ja doch, die würden immer beide nebeneinander sein, aber die müssen ja hier so versetzt sein. Das geht nicht. Deswegen müssen wir nochmal einen dritten Raum benutzen. Und zwar den hier. Mann, jetzt nervt doch nicht. Der scheiß Batterieleistung. Der blaue Controller spackt auch überhaupt nicht rum, sondern nur der rote die ganze Zeit. Der geht mir so auf den Sack. Ja, ich wollte auf die Karte schauen. Das geht natürlich auch so. Dann werde ich jetzt mal versuchen, das Ding folgendermaßen zu verschieben. Moment. Moment. Hier den, nee, den Raum brauchen wir. Der muss in der Mitte sein. Der muss hier schön in der Mitte sein. Gut. Da muss halt noch irgendein Raum zwischen. Aber der muss zwei Positionen vor den. Okay, der muss zwei Positionen vor den. Ist das so gut? Ja. Eins, zwei, ja. Dann schieben wir den hier rum. Und kommen dann mit dem. Ich würde das ganz gerne mal probieren. Ich glaube, ich hab das. Ich glaube, ich hab's. Hier. Ja, doch, 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 doch. Ich probier's mal. Ich probier's mal. Ich glaube, ich hätte das auch unkomplizierter machen. Boah, bin ich blöd, ne? Oh, da denke ich um fünf Ecken. So. Was spricht denn dagegen, hä? Was spricht denn dagegen? Boah, ich könnte mich gerade so selbst anschreien, dass ich dumm wie Scheiße bin, aber. Gut. Holen wir uns die hässliche Truhe ab. Oh!
Der Piratenkönig ist wieder am Start. Ich werde dich auch ein zweites Mal besiegen. Ja, nice try. Au. Ah, ich muss ihn auskontern. Scheiße. Okay. Ach, so ein Dreck. So. Langsam, aber sicher kriege ich es hin. Ist eigentlich auch kein Akt. Nein. So. Komm, beeil dich ein bisschen, Link. Irgendwann ist langweilig. Nein. Hey, komm schon. Jawohl. Schönes Ding. Mit den Stichen kommt man echt weit. Vor allem ignoriert das, glaube ich, sein Schwert. Und er hat einen Arm verloren. Ha! Easy, mein Freund. Hat zwar echt lange gedauert, aber es war dennoch eigentlich sehr einfach. Gut. Was soll's? Lass uns Truhe. Und uns den kleinen Schlüssel holen. Was gibt's eigentlich in anderen Räumen von den Triforce-Dingern? Hier gibt es ja nur zwei Truhen. Ich glaube, dass man dann hier rein muss, bei der Vogelstatue, ne? Gut, lass es uns herausfinden, was hier los ist. Okay. Da wären wir wieder. In diesem Raum hier. Aber dieses Mal haben wir einen kleinen Schlüssel dabei. Können ja das Tor öffnen. Und stehen vor so einem hässlichen Schwabbel-Hinox. Hinox, sag ich schon. Bockblin. Ja, ist Schiss, ne? Oh nein. Ha! Richtig schön ausgekontert, Link. Good job. Dafür kriegst du auch 20 Rubine. Oh, okay, wir müssen den besiegen. Oh, dem haben wir aber richtig fett mitgegeben. Und nur noch einmal, da ist er down.
Und da öffnet sich auch schon die Tür. Zack. Das war's aber noch nicht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Moment, können wir uns hier... Ja, wir können uns hier die Pfeile aufheben. Ach so, das war übrigens unabsichtlich von mir so gewesen, dass ich off-cam... Scheiße, dass ich off-cam einen Pfeil aufgehoben habe. Und da wurde einem angezeigt, yo, das sind Pfeile. Das ist ein Pfeil, der gedroppt wurde, der verschossen wurde. Aber du kannst ihn noch benutzen, weil er ganz ist. Oder irgendwie sowas. Sorry, dass ich das nicht on-cam zeigen konnte, aber war auch nicht so geplant, ne? Was eigentlich klar sein dürfte, dass es nicht so geplant war. Gut. So, hier bekommen wir nochmal 10 Pfeile, das ist gut. Dann haben wir nämlich richtig schön was zum Verschießen. Scheiße. Oh. Und da sind sie auch schon beide down. Nice. Hier geht's weiter, ne? Ja. Und natürlich... Nochmal ein Stahlfossritter, aber dieses Mal ein vernünftiger, der auch eine Herausforderung für uns ist. Ah. Okay, die Viecher machen wir weg. Und er geht in seine zweite Phase. Scheiße. Aber ich habe ihn trotzdem auch mal getroffen. Wie das denn? Okay, schönes Dingling. Komm, du hast ihn noch fast. Jawoll. Einfach schön die ganze Zeit das Schild spammen. Und dann wird das schon irgendwann. Na gut. Wir haben keinen Platz für diese Fee. Also werden wir sie einfach einsammeln. Und sind dann wieder voll. Gebieter, ich habe etwas zu berichten. Du hast das Wappen erreicht. Stoß ein Schwert an das Wappen und du wirst zum Triforce geführt. Ja, ja. Sehr gut. Lass uns erstmal den Shortcut öffnen. Dann los geht's. Hallo? Los geht's. Oh! Wir bekommen das jetzt direkt. Sehr nice. Na, Link? Schon gespannt, wie sich das anfühlt? Du hast das Triforce des Mutes erhalten. Diese Macht wurde einst den Menschen von Göttern geschenkt. Sammle die drei Artefakte und dir wird die unendliche Kraft geschenkt, der jeden noch so großen Wunsch gewährt. Sammle zwei weitere Artefakte, um das Triforce zu vervollständigen. Na, alles klar. Dann auf zu den nächsten. Ich... Ja, okay, hier kommen wir nicht weiter. Ich denke, das ist jetzt gar nicht mehr so viel... ja, so viele, so große Arbeit. So, danach suche ich. Ich denke, das ist jetzt gar nicht mehr
so eine große Arbeit sein wird, an die anderen Dinger zu kommen. Wir müssen halt nur noch in den Raum mit dem Triforce und können dann uns das Ding nach einer kleinen Challenge abholen. Und wir sind sogar auf der richtigen Seite, denke ich mal. Ich denke, von der anderen Seite wäre es halt sowas wie bei dem Vulkanraum, wo man einfach nicht durchkommt, bevor man den Raum abgeschlossen hat. Ich spüre eine heilige Kraft in diesem Raum. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die heilige Kraft erreichen kannst, wenn du die Lava überquerst, liegt bei 60%. Halte an deinem Willen fest und schreite voran. Puh. Ja. Okay. Das ist Link anscheinend gut genug. Denn er stürzt sich lebensmüde hier auf den Stein und reitet mit der Lava mit. Nice. Schon witzig, die Viecher einfach nur mit der Schleuder wegzuböllern. Oh, scheiße. Ja, jetzt muss ich aber mit dem Bogen ran, weil wenn ich das Ding nicht treffe, dann war es das, glaube ich. Moment, hä? Wie komme ich denn... Ach, da komme ich einfach so rüber. Ja, okay. Na gut. Mann, ich weiß, dass die scheiß Batterieleistung nachlässt. Ist mir doch egal. Können ja auch gleich wechseln, wenn das Ding dann ausgehen sollte. Ja, ein bisschen schneller hätte sie aber schon sein können, ne? Dass man ein bisschen mehr unter Druck gesetzt wird. Weil so schwierig ist es jetzt nicht, gegen einen Kristall zu schießen. Nun gut. Da haben wir es endlich geschafft. Zumindest hier rüber geschafft. Und können das Ding dann hier runterschießen und weitergehen. Da sind schon wieder Fledermäuse. Ah ja, okay, Schattenfledermäuse. Zack. Weg mit euch. Ah. Ah. Warum geht das Ding denn unter? Ach komm, ey, das ist aber uncool. Mann, jetzt wieder für 10 Jahre warten. Wir können ja schon mal den Kristall da aktivieren. So. Und das Ding geht jetzt aus. Okay. Juckt mich erstmal nicht. Wir werden gleich schon sehen, warum das ein Problem ist. Na gut, vielleicht ist es auch kein Problem. Ich weiß es nicht. So. Rüber da. Und, Ah, okay. Kann dann da rüber jumpen. Na gut. Was? Warum kommt dieser Kampfmelodie? Wo ist denn hier was, hä? Hallo? Hallo?
Okay, gut. Und ein silberner Rubin, okay. Wahrscheinlich soll das so ein Hinweis darauf sein, dass man mit dem Käfer den Kristall aktivieren soll. Wenn man den unbedingt haben will, denkt man sich so, ja, Käfer, und dann kann man sich das Ding da griffeln und dann denkt man sich so, ah, Moment mal, mit dem Käfer komme ich doch auch bestimmt weiter. Moment, ich benutze nicht den Käfer für der... Nein. Ich habe nämlich Travel Time. Bitte nicht. Oh, bitte nicht, weil ich so ungeduldig war. Weil dieser hässliche Käfer da aktiviert wird, wenn man ZR drückt. Oh, das ist doch nicht zu fassen, Alter. Das ist doch einfach nicht wahr. Es ist so zum Brechen, diese Scheiße hier. Diese Kacksteine auch nicht schneller... schwimmen. Ja, komm. Hör auf mit dieser dummen Cutscene. Lass mich jetzt endlich weitergehen. So, rüber. Wenn ich jetzt nochmal in die Lava falle, dann kotze ich im Strahl. Hier, diesen. Diesen Namen mache ich dann. Ganz genau den mache ich. Meine Fresse, ey. So. Rüber. Dann den hässlichen Käfer hier losschicken. Das Dingen umkehren. Ja, komm. Steck dir deine Cutscenes in den Arsch, Alter. Ohne Witz. So, zack. Und rüber da. Wir sind immer noch nicht fertig, aber wir haben zumindest mal... Ach, Moment. Hier fließt der Stein wahrscheinlich weiter. Okay. In der Zeit können wir die Drecksviecher hier besiegen. Und achten darauf, dass hier bloß nichts mehr ist, was uns killen könnte. Gott sei Dank. Kann man rüber. So. Und hier hin. Und was ist hier oben noch? Ist hier noch eine Tür oder was? Hä? Ah ja, okay. Und hier... Ach, hier kommt man zurück. Na gut. Ja, und hier ist tatsächlich die Tür, die da ist, wo wenn man von links kommen würde, dass man nicht weiterkommt. Gut, dass ich dann von rechts gekommen bin. Du hast das Triforce der Kraft erhalten. Nur noch ein weiteres Teil. Ja, okay, hier können wir nicht weiter. Stimmt, da war ja die Tür zu. Und... dann gehen wir hier lang.
Ah ja. Und haben hier drüben dann nochmal die Kontrolltafel. So, nur noch dieses Ding hier. Und... das können wir tatsächlich nur mit einem weiteren Kontrollraum erreichen. Ja, das ist gut. Hier können wir dann hier rüber und das Ding können wir dann hier hinschieben und dann, ne? Nun gut. Wo müssen wir jetzt lang? Ach, hier war ja die Truhe, ja, stimmt. Und dann müssen wir... nicht hier lang, immer noch. Dann müssen wir doch hier lang. Okay. Können wir überhaupt hier lang? Ja, danke. Oh, wäre es jetzt nervig gewesen, wenn man dann nicht lang könnte. So. Dann kommen wir in diesen Raum. Kann dann hier weitergehen in den. Also Moment mal. Ich dachte, dass hier schon die Kontrolltafel wäre, aber dann... ja gut, dann brauchen wir ja noch nicht mal das irgendwie so komisch rumschieben, so wie ich das vorher geplant hatte, sondern brauchen das dann einfach nur so machen und können dann schon in den Raum. Alles klar. Bitte siege, Beta. Ja, das letzte Wappen. Das Wappen von Nairo. Der Weg dorthin scheint jedoch versperrt zu sein. Ja, logisch. Lenk deinen Blick auf, in diese Richtung. Dort ist eine Kugel der Zeit. Nutze die Kugel der Zeit, um den Weg zum Wappen zu eröffnen. Ach, wir können da sogar direkt hin. Na gut. Und, jetzt? Moment. Hier müssen wir wahrscheinlich durchschießen, habe ich recht? Nö, hä? Was zum... oder ist da... Moment. Das ist ein Schalter auf dem Boden, okay. Ja gut, ist hier dann... ja, okay. Genau dasselbe Spielchen wie damals. Zwar hier lassen wir so ein Ding erscheinen. Dann können wir da drüber hüpfen. Währenddessen das Ding so ist. Da drüben ist noch ein Weg, aber es wäre meine letzte Hoffnung, ne? Mann, ey, was ist denn... Was wollt ihr denn hier von mir? Oh, shit. Muss ich hier alle Viecher killen? Ist es das? Und die Batterie ist leer. Gut, dann werden wir jetzt zum Controller wechseln. Ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert.
Aber ich hoffe, dass das sehr gut funktioniert. Was ein Idiot, ey. Okay. Was zum... Hä? Wie mache ich denn eine Wirbelattacke? Also, erst so nach links rüber, dann nach rechts und dann nochmal nach links, wenn man nach links machen möchte. Das war mir jetzt so die sicherste Methode, wie man eine Wirbelattacke hinbekommt, aber ganz sicher bin ich mir natürlich immer noch nicht. Wie benutze ich eigentlich mein Schild? Nee, das... Nee. Oh. So. Und mein Schild? Ja. Wie benutze ich mein Schild? So, okay. Ja, mit dem, wenn man den den linken Stick runterdrückt. Ach, ohne Stichattacke benutzt man, indem man den rechten Stick runterdrückt. Okay. Ja, gut. So. Nice. Dann haben wir das Ding. Oh mein Gott, ey. Ist das furchtbar. Und das mache ich jetzt so weg. Tut sich jetzt hier irgendwas? Nö. Nicht wirklich zumindest. Oh Mann, ich bin zu blöd dafür. Schon wieder. Wohlgemerkt. Hier gibt es ja nur den Schalter. Ah, Moment. Ne, den Schalter kann ich ja auch noch nicht aktivieren. Ich komme ja gar nicht zum Schalter. So, ich kann hier rüber. Gut, ich probiere es einfach mal. Da kommen wir nicht durch. Okay, dann habe ich das zumindest probiert. Jetzt. Moment. Kann man... Kann man irgendwie nach oben?
Geht das vielleicht? Kann man irgendwie nach oben? Ich wüsste jetzt nicht wie. Wir hatten sowas noch. Scheiße. So, jetzt. Und dann am besten das Ding auch hier hinlegen. Wir hatten sowas halt noch nie, ne? So eine Situation, dass man irgendwie so nach oben konnte. Dann konnte man sich durch diese Löcher durchfallen lassen. Danke, Link. Okay. Wir bekommen Pfeile. Die scheint es ja nicht umsonst zu geben hier. Oder? Kann doch safe irgendwie nach oben. So geht's auf jeden Fall nicht. Oh Gott. Alles klar. Oh Mann, was zum Teufel? Ja. Mann. Ja, komm. Das war jetzt aber auch gemein. Das war jetzt sehr gemein. Und klar, das hatten wir schon ein paar Mal, dass da so ein Dingen versperrt wurde durch Stacheldraht. Mann. Ah, ich will die ganze Zeit die Kamera ausrichten und das Schwert benutzen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Moment mal. Moment mal. Wir können ja nicht... Oder bleibt der Schalter unten? Ja, okay. Die Wand darf ja auf jeden Fall nicht sein. Müssen wir das Ding hier rüberlegen? Komm schon. So, jetzt. Und die Cutscene kam nur einmal. Ey! Das ist ja erstklassig, Nintendo. Meine Fresse. Hat mich dieser Vulkanraum getriggert. So. Und dann können wir endlich darüber. Hat ja auch lang genug gedauert. So. Dann können wir die Kugel... Moment. Ja, ich glaube da... Link, bitte! Och Mann! Das kann es doch nicht sein, Mann! So. Jetzt werfen wir das Ding darüber. Gehen hier. Ah, ne. Hätten wir gar nicht gebraucht. So. Egal. Hier rüber. Dann können wir endlich das hässliche Wappen aktivieren. Du hast das Triforce der Weisheit erhalten. Endlich das Triforce vervollständigt. Nun kannst du den Todbringer vernichten. Was ist hier jetzt los?
Ah, okay, ich werde aus dem Tempel rausgeworfen. Wenigstens muss man da dann nicht nochmal dumm rumschieben, bis man rauskommt. Wenigstens das. Und da ist es. Das Triforce. Na gut, noch nicht ganz. Gebieter, ich bete für dich. Das letzte Ziel unserer Reise. Wir müssen den Todbringer nun besiegen. Und das Triforce setzt sich zusammen und entfaltet seine Kraft. Die Statue der Göttin senkt sich herab. In den Siegelhain wahrscheinlich. Und versiegelt für immer und ewig den Todbringer. So, haust du rein, ne? Das war's? Ist er down? Das Triforce steht da jetzt so einfach rum. Was ist mit Girahim? Könnte er sich das jetzt nicht einfach da wegkrallen, wenn er im richtigen Moment da ist? Also scheint fast so, als wäre alles in Ordnung, aber das glaube ich nicht. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Insel der Göttin, ein Teil des Wolkenhorts, ist zum Erdland zurückgekehrt. Gleichzeitig kann ich die Vernichtung des Todbringers bestätigen. Dein Wunsch an das Triforce wurde erhört, Gebieter. Ich vermute, dass Zelda erwachen wird, nun, da das Siegel, das sie durch ihren Schlaf gestärkt hat, seinen Zweck erfüllt hat. Gebieter, ich empfehle mit Nachdruck, dass du dich schnellstmöglich in den Tempel begibst. Was, das jetzt wirklich schon? Moment mal, ich wollte eigentlich noch die Herzteile sammeln, die uns fehlen. Da oben ist sie.
und sie öffnet das Tor. War Zelda das mit dem Tor oder hat die... Tempelhüterin das Tor geöffnet? Ja, es war Zelda, ne? Und der Bernstein zerbricht. Und setzt Zelda frei. Aus Triforce hat er jetzt einfach draußen gelassen. Wo ist Girahim? Ey, wenn er sich das jetzt krallt, ne? Das ist ja so dumm einfach. Du hast dein Versprechen gehalten. Natürlich. Ach komm. War auch keine große Sache. Hätt's auch für mich getan. Und Link kann endlich Hand in Hand mit Zelda vorhertreten. Und Bardo kann's kaum fassen. Und freut sich auch, sie wiederzusehen. Hey, ja, ist ja gut. Wir haben es geschafft. So. Ja, ganz genau so sieht's nämlich aus. Klar, klar, dass er es witzig findet. Du törichter Narr. Die wiedergeborene Göttin gehört mir. Lass ihn in Ruhe, du Schwein. Du magst den Dämonenkönig jetzt besiegt haben, aber ich werde mit der Kleinen in die Vergangenheit reisen und ihn zurückbringen. Du hast meine Pläne zum letzten Mal zerstört. Felix, Link, wer auch immer, bitte rette mich. Es wäre äußerst unschön, wenn du mich wieder mit deiner Anwesenheit belästigen würdest. Ich habe weder die Zeit noch die Geduld, mich weiter mit dir herumzuschlagen. Was ist Link? Geh mir aus dem Weg, du verletzt meinen Sinn für Ästhetik. Ach. Tritt sie einfach weg, der Drecksack, Alter. Hier kann ich nichts mehr für den Dämonenkönig tun. Ihn nicht mehr befreien. Diese Zeit interessiert mich nicht mehr. Aber in der Vergangenheit kann ich ihn mit der göttlichen Kraft der Kleinen hier zurückbringen. Link, wir müssen etwas tun. Also im nächsten Part.
Versteht sich. Dort werden wir dann auch die verbliebenen Herzteile, sobald uns welche fehlen. Ja doch, müssen es ja. Ich meine, wir haben da ja noch einen Platz übrig. Eins weiß ich noch, wo es ist. Und zwar beim Donnerdrachen. Nur die anderen weiß ich dann nicht mehr, wo die sind. Nun gut, wie dem auch sei. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst. Und ciao.